Triumph für die CDU, historische Schlappe für die SPD und der Abschied aus einem weiteren Landesparlament für die FDP. Die Christdemokraten mit Spitzenkandidat Kai Wegner sind bei der Wahl in Berlin mit großem Abstand stärkste Kraft geworden. Die SPD von Regierungschefin Franziska Giffey stürzte ab, konnte aber nach Auszählung aller Stimmen ganz knapp Platz 2 gegen die Grünen verteidigen. Die AfD legte zu und ist wieder im Abgeordnetenhaus vertreten. Die FDP schied aus. Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey sprach von einem schweren Abend für ihre SPD. Daran gibt es nichts zu deuteln. Giffey erlitt außerdem im Kampf um ein Direktmandat eine deftige Schlappe. Nach Auszählung aller Gebiete lag Giffey bei 29,6% der Erststimmen, Schenk bei 45,3%.